Wenn ihr euch die neue Andor-Folge gestern auf Deutsch angeschaut habt, wird euch vermutlich eine Stelle sehr komisch vorgekommen sein. Denn dieser Charakter in Andor... Ich erwarte bis zum Abend Einzelheiten von Ihnen. ...hat die gleiche Stimme wie Tarkin in The Clone Wars und Rebels. Mein Besuch ehrt Sie wohl kaum, Ministerin. Ich habe die Folge gestern, wie seit Jahren alles Neue, was bei Star Wars erscheint, auf Englisch geschaut. Falls ihr das nicht macht, kann ich euch das nur empfehlen. Die deutsche Synchro ist zwar gut, das Original hat aber nochmal eine deutlich bessere Qualität. Aber gestern Abend beim Stream auf Star Wars Basis haben mich viele von euch angesprochen, ob das nicht doch Tarkin ist oder dass die sich zumindest sehr ähnlich hören. Aber nein, das ist nicht Tarkin. Die Wahl der Synchronstimme ist hier nur unvorteilhaft gewählt. Denn Major Partagas wird hier von Detlef Gies gesprochen. Genauso wie eben auch Tarkin in The Clone Wars und Rebels. Interessanterweise war es in Episode 4 allerdings eine andere Synchronstimme, Friedrich Schönfelder, der aber schon 2011 verstarb und deswegen auch nicht mehr für Tarkin in den Animationsserien zur Verfügung stand. Und in Rogue One wurde dann nicht die Stimme aus den Animationsserien genommen, sondern Lutz Riedel für Tarkin. Aber nein, das ist eben nicht Tarkin, sondern ein ganz neuer Charakter. Ich könnte mir aber jetzt gut vorstellen, dass Tarkin vielleicht in Staffel 2 von Andor, wenn es da näher an den Todesstern geht, in die Serie mit reinkommt. Da bin ich mal gespannt, wie die das dann lösen würden, wenn das passiert. Am besten tauchen die beiden Charaktere, also Partagas und Tarkin, noch in der gleichen Szene auf und reden miteinander. Dann redet Tarkins Stimme mit Tarkins Stimme, egal wie die das lösen, nur halt aus zwei verschiedenen Charakteren. Wäre schon ziemlich witzig. Für weitere kurze Star Wars Videos, lasst ein Abo mit einem Klick auf die Glocke da.